So, heute ist das Gebäudeenergiegesetz verabschiedet, man muss sagen, endlich verabschiedet. Und es ist ein gutes Gesetz geworden. Ein Gesetz, das intensiv diskutiert wurde in Deutschland, häufig auch am Abendbrottisch diskutiert wurde. Und die vielen Diskussionen, die vielen Gespräche, auch die viele Kritik haben dazu geführt, dass das Gesetz besser geworden ist. Wir haben es etwas anders aufgestellt. Es ist verzahnt worden mit der kommunalen Wärmeplanung. Für den Neubau gilt es ab 2024. Für den Bestand wird es schrittweise eingeführt. Viele Kommunen sind jetzt schon dabei, Wärmepläne zu machen. Schrittweise heißt, es geht jetzt auch zügig los. Es ist ein bedeutsames, ein wichtiges Gesetz, das den Fahrplan zur Klimaneutralität im Gebäudebereich, also beim Heizen, bis 2045 festlegt. In das Heizen gehen ungefähr ein Drittel der fossilen Energien in Deutschland. Andere europäische Länder sind da schon viel weiter, viel klimaneutraler. Wir fangen jetzt richtig an, diese Klimaneutralität umzusetzen. Und außerdem schützt das Gesetz die Verbraucherinnen und die Verbraucher vor steigenden Preisen, denn die CO2-Bepreisung kommt ja und wird dafür sorgen, dass fossile Energien immer teurer werden. Und drittens sorgt dieses Gesetz für den Aufbau einer neuen Technik, einer grünen Technologie in Deutschland. Diese Veränderung beim Heizen bedeutet natürlich, logischerweise, neue Investitionen und mitunter durchaus hohe Investitionen. Deswegen fördern wir diese Investitionen staatlich über ein neu aufgestelltes Förderprogramm. Diese Förderung wird gestaffelt sein. Es gibt eine Grundfinanzierung, einen Geschwindigkeitsbonus für diejenigen, die jetzt wirklich loslegen und auch einen sozialen Ausgleich, sodass man bis zu 70% der Kosten erstattet bekommen kann. Die Informationen findet ihr unter energiewechsel.de. Dort auch weitere Informationen zu dem Gebäudeenergiegesetz, zu Fristen und zu den gesetzlichen Vorgaben. Insgesamt muss man sagen, mit diesem Gesetz, mit dieser Verabschiedung heute kommt eine lange, eine schwierige, eine intensive Diskussion zu einem Abschluss, zu einem guten Abschluss. Und wenn man sich die Langfristwirkung des Gesetzes und den Klimaschutz, der dahinter steht, anschaut, zu einem sehr guten Abschluss.